Sascha, seit wann bekomme ich eigentlich deinen Prime-Sub nicht mehr? Wo ist der nicht inzwischen gelandet? Meine Abonnummer... Alter, Also, wow. Die ist vermutlich unter 18 und du hast eine Frau, Freundin, was auch immer. Wird du den ganzen Tag lang so aussehen, Chat. Auch beim Reacten. Also die Frisur von Klaus, die finde ich so scheiße. Aber jetzt ganz ehrlich, so sieht's doch richtig sympathisch aus, oder? Wer ist Team nach vorne? Eins. Wer ist Team geleckt Steuerberater? Zwei. Weiß ich nicht tatsächlich. Nee, ich bin Team 2. Bist du dieses Jahr bei Craft Attack dabei? 3 Wochen Timeout. Das ist eine dumme Scheißfrage. Wer ist gerade die beste Mannschaft der Welt? Der Strobel schreibt Cast. Aber tut er die Leute dann wirklich Timeout oder sagt er das nur als Witz? Oder kriegen die Leute wirklich 2 Wochen? Das muss ich jetzt wissen. Der timet die wirklich aus, 2 Wochen? Gut, okay. CEO denkt, er ist witzig. Oh, er spammt sogar rein, 3 Mal, sehr schön. Viel Spaß mit 10 Minuten Timeout. Einer gemeint, ich soll nicht mal selber googeln. Aber ich soll oben P eingeben, hier kriegst P. Ach, Scheiße. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ey, schon wieder Twitch 399 abgebucht für irgendeinen Streamer, Alter. Welcher Wichser ist es jetzt? Ich hab wirklich nicht viele abonniert, aber jeden Tag kommt eine Meldung, wie ich 3,99 € für einen Sub gezahlt habe. Ich weiß nicht bei wem. Ehrlich, Peter, Mickey, okay? All good, Chat, all good. Und hier haben wir 2 trojanische Pferde. Das Ding ist aber, Sascha, seit wann bekomme ich eigentlich deinen Prime-Sub nicht mehr? Wo ist der nicht inzwischen gelandet? Wieso hatte ich den und wieso habe ich den jetzt nicht mehr, Sascha? M, Pascal und Justin, Bro. Ey, guck mal, nur Liebe an Justin. Aber ich weiß nicht, ob Justin weiß, dass er überhaupt noch einen Twitch-Account hat. Der lässt sich wahrscheinlich auch gar nichts erinnern, zuletzt letztes Jahr gestreamt. Der kriegt wahrscheinlich im Monat trotzdem noch ein paar 1000 Euro einfach durch diese aktiven Subs noch. Hier werden mir im Monat 3,99 € abgebucht. Nur lieber an Justin, aber... Oder was ist das denn hier noch? Also das macht gar keinen Sinn. Das muss aber wirklich... So nicht, Minion. Wie lange bin ich? Erstattung anfordern. Ich bin Sub 31 Monate. Du bist hauptverantwortlich für den Peso-Umsatz. Solution. Medi. Oh, der war aber auch schön. Achso, der ist oben drüber. Schau mal, bei wem hab ich denn einen Sub? Hab ich nicht, aber Amorant-Chat. Muss es erstmal finden. Das ist so eine versteckte Liste. Ah, oh, Niklas hat sie. Meine Abonnummer. Alter, das ist schrecklich. Ich habe 4 Leute abonniert. Die 5. Person bin theoretisch ich, wo man automatisch ein Abo hat. Mein Prime hat niemand. Niemand hat mein Prime. Cyrex hat 19, ich habe 19 Monate Cyrex-Sub, 30 Monate Sabine, 33 Monate Luna Peruda und 31 Monate Chris. Das ist es. Geschenkte Abos habe ich noch bei Katja, Basti, Luna, Explosion, Maxili, Amurant, Borki, Anni, Henke, TV, Fulimira, bei überraschend vielen Frauen habe ich das, Revi, Knackendes Krokodil und Usuna. Ja, ich habe Anni nicht abonniert. Aber Anni hat mich, glaube ich, auch nicht gesubbt. Wieso sollen wir uns denn gegenseitig subben und dann? Aber ist eine wilde Kombo an Subs, die ich hier verteilt habe, wirklich. Oh. Keller. Jens. Montana Black. Oh! I got brands in Atlanta. Komm, wir machen. Schelle zum Abholen. Wieso ist das hier so in der komisch, Digga? Warum gucke ich das in 480p? Und warum fällt mir das nicht auf, Digga? Ich habe Kontaktlinse drin und mir fällt es nicht auf. Bis Sonntag. Mir fällt es aber auch nie auf. Nie. Sonntag, 9, Sonntag 19. 30. Zehnte. Es fällt mir nicht auf. Es fällt mir nicht auf. 22. Ich sehe auch keinen Unterschied. Ich habe eine Sehschwäche von -3. Ich habe zwar auch Kontaktlinsen drin, aber ich sehe nichts. Ich raff's nicht. Ich schaue auch privat manchmal Videos einfach auf. Keine Ahnung. 480p und es fällt mir nicht auf. Ich krieg hier einen epileptischen an der Tastatur. Och, der Digga, längst verkehrt. Oh, nee, Digga, was ist hier los jetzt? Ja, perfekt. So, jetzt aber. Da
Das ist so bodenlos, das Foto, Digga. So dämlich, Alter. Da habe ich noch diese dämlichen Ohrringe getragen, diese Cap I am your father. Ich meine Tür, da ist ein Loch drin. Keine Ahnung warum. Hier ist Dreck. Unüberschaubares Chaos. Stapelweise Kartons und Dreck. Hier ist dieses Elektro-Ding da, was du auch mal hattest. Drecksding da. Da ist so Geschirr und so. Ja, Mann. Ah, und hier ist mein Mausfeld. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Der 8-Tage-Stream. Genau, so, und jetzt nichts drücken, sondern du sagst, die Leute sind so kreativ und geben sich so viel Mühe mit so einem Scheiß, Alter, wirklich. Genau, so, und jetzt nichts drücken, sondern du sagst mir, was da jetzt steht für Sachen. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen, das ist irgendwie eine Schrift. Nein, da steht auch auf Deutsch. Oh. Oh mein Gott, nochmal! Ja! No. 9 Dias! Hey, das ist unfair! Okay. Warum ist das unfair? Nein, Spaß, wir teilen die auf, also wie? Minecraft wird wirklich immer gruseliger, wirklich. Ich schwöre, wenn ich jetzt inzwischen mit Minecraft anfangen würde als 13-Jähriger, würde wieder beenden, ist mir zu gruselig. Tut dir mir das an! Ich geh gleich raus! Was machst du, wenn du zu früh kommst beim Muss der Kollege einsteigen. Oh, man wechselt. Das ist wirklich Ron. Also es ist hier wirklich Ron. Also jetzt nach der Aussage merke ich, es ist Ron. Er ist es wirklich. Wir sind ja alle dabei. Zu dritt an der Playa. InScope. Gute Form gekriegt, wirklich. Tim Gabler, wann kommt der nächste Podcast mit Christian Lindner von der FDP? Sagt er, ich hoffe, du kannst pissen. Ich so, I'm throat goat. Natürlich kann ich pissen. Ich kann nicht, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Selbst zu Slutty Halloween könnte ich nicht ironisch solche Aussagen treffen. Ich kann nicht mehr. Sieht er sich auch? Eine was? Eine Throwgurt? Was? Throwgurt? Sicher? J.K. Rowley? Ein Gurt? Was für ein Gurt bist du denn? Jay Rowing? Bist du? Ein Throwgurt? Alter, was? What the fuck? Was denn? Das war die doch, Schatz! Das ist die doch! Ich stehe da, kommt eine raus. Ich komm gerade aus der Show, stehe wie immer beim Döner, ne? Wie immer. Bei Toni, beim Dönermann. Geile Show, weißt du, was heute Abend noch fehlt? Dass du mich. Ich denk so. Ich guck die Frau an, sag ja. 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 Würde? Knossi! Die ist ja mutig unter 18 und du hast eine Frau, Freundin, was auch immer. Du Sau. Zügel dich jetzt mal, gell? Ja, die regen mich auf, ja. Jetzt ist gut, jetzt reicht. Boah. Hallo? Ja? Bro, du musst aufhören zu reimen, Mann. Kannst du nicht machen, das ist so ass. Das ist das Peinlichste, was ich in 3 Jahren seit der Hugo jemals gesehen habe. Ich hab nur die Brille nur auf, das ist ein bisschen schlauer Birke. So kriege ich auch eine Frau namens Birke. Oh, er freut sich so sehr. Guck mal, er macht sogar den hier. Weil er denkt, er war gerade krank. Ich glaube, den Tanz mache ich auf der LAN. Feierst du dich nach der Scheiße so sehr? Das ist so peinlich. Ja, aber jetzt krass, Digga. Aber doch ein bisschen krass weggerimt. Kennst du dich mal, wenn du Just for Fun bomb? Der nicht irgendwelche krassen Clips, wo ich irgendwie mal klatsche oder so. Das juckt keinen dein Gameplay. Kurze halbe The Weeknd-Konzert hier gegeben. Wirklich, das ist für mich das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Das habe ich mit Isa besprochen. Der hatte in einem Konzert einfach ohne Grund, da wo auch Isa war, das hier gemacht. Aber das ging teilweise so 30 Sekunden. Ich habe einen riesen dicken Kopfmaul gehabt. The Weeknd. Wir gehen gleich rein wegen Craft Attack. Bist du eigentlich dabei? Ja, ja. Ah, Digga, noch zu deiner Masterarbeit, was ich dir auf WhatsApp schon mal geschrieben hatte, weil ich da noch ein paar... Ich habe heute im Stream nur Wins im Rank gemacht, doch hätte ich gerne die vorherige Nacht mit dir verbracht. Deswegen stimme einem Date zu und schon steckt mein Tag in dir im Nu. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Super.
Macht Chef Strobel jetzt echt seinen Master in irgendwas? Der ist doch Streamer. Oh mein Gott! Ich hab mich so erschrocken. Ach du Kacke, ich muss schon wieder aufs Klo. Ich hab mir gerade fast in die Hose gepinkelt. Das war gerade kritischer Hase. Passiert. Fast eine nasse Nase. Elliptics, Nasenhaare, 2 Euro. Was kam zuerst? Die Nase oder Carsten? Als erstes kam deine... Warum müssen wir alle aussehen wie... Und der war aber... Das war aber ein gut Content, oh. Pasted Puppen. Klar, immer hier ein paar Nasenjokes bei mir. Haha, hi. Aber meine Nase macht mich irgendwo auch aus, Digga. Tinker, die arme Sau. Oh, she offers me protection. Also ich gönne Kilian das wirklich vom Herzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit den beiden noch entwickelt, Alter. Das kann nur amüsant werden. Ready to fight. Ja, also. Selbstständigkeit. Wieso sieht das so lustig aus, Leute im Pool? Aber nur so... Das sieht so lustig aus, als hätten die keinen Hals. Selbstständigkeit. Selbst und ständig. Selbstständig bedeutet selbst und ständig. Er küsst auf die Wange, das mache ich bei meiner Mama, aber nicht bei Freunden. Weil du keine Freundin hast. Mann. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist... Oh nein, sie wird es sagen. Ich möchte das nicht. Sag es nicht. Das Jugendwort des Jahres. Smash. Also, wie gesagt, ich verstehe unter... Robin einfach drin. Smash irgendwas kaputt machen. Zerdrücken und alles. Aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders. Aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Nee, also das meine ich jetzt nicht, das Abschleppen mit. Oh mein Gott. Ich würde wirklich von Herzen gerne wissen, was er denn gemeint hat. Also wenn er nicht das gemeint hat, was hat er gemeint? Ich hab 20 Gifte Sacks bekommen. Rumhängen, dachte so abhängen. Och nein. Oh, er dachte, es heißt abhängen. 20 Gifte Sacks einfach bekommen.